Futura-Schmetterlingslarve. Futurama, eine Futurama-Larve. Eine Fry-Larve ist das. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter in der Early Access Experimente. Das Update mit den Insekten. Es ist jetzt raus und es ist final und es gab nochmal ein paar kleinere Änderungen und Anpassungen. Ihr seht, meine Bildschirme funktionieren nicht mehr. Wir müssen jetzt direkt erstmal eines tun. Wir müssen einen neuen Atomreaktor bauen, weil ich nämlich tatsächlich keinen Strom habe. Und da müssen wir das jetzt mal schnell machen, damit wir hier nicht Probleme kriegen mit dem Essen dann und so. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Planet Crafter in der Early Exzess und in der Experimental reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende, und ihr könnt gerne die Kommentare benutzen, um mir Dinge mitzuteilen vom Update, die ich vielleicht noch nicht bemerkt habe. Soll durchaus auch Dinge geben, die ich nicht bemerke. Ist so, also hat man mir gesagt, dass ich durchaus auch mal Dinge nicht bemerke. Energie wiederhergestellt, genau, das war jetzt wichtig, dass wir das gleich zuerst mal machen. Weil sonst sehe ich nämlich meine Stats nicht. Das ist schlecht. Und noch schlechter ist, dass meine Pflanzen nicht wachsen. Dann kriege ich kein Essen mehr und kann keine Sachen mehr craften. Und das ist noch schlechter. Deswegen haben wir das jetzt erstmal gemacht. So, was sich jetzt geändert hat vor allem, ist die Nomenklatur der Larven. Die heißen jetzt nicht mehr A- und B-Larven. Die heißen jetzt gemeine Larve. Ja, also das ist die gemeine Larve und das ist die ungewöhnliche Larve. Die ungewöhnliche Larve ist, glaube ich, die wir brauchen. Die haben auch ein neues Aussehen. Man sieht das jetzt hier. Auch der Honig sieht jetzt vernünftig aus, also wie so eine Wabe. Das heißt, gehen wir doch mal zum Inkubator und plöpsen da mal gleich die ungewöhnliche Larve rein. Bienenlarve, Schmetterlingslarve. So, jetzt haben die hier natürlich wieder unterschiedliche Rezepte. Also ihr seht schon, man braucht die ungewöhnliche Larve für die Seidenraupe oder die Bienenlarve. Da kann wahrscheinlich beides rauskommen, also je nachdem, ob man Glück hat oder nicht Glück hat. Dann die normalen Schmetterlingslarven sind die seltenen Larven. Beziehungsweise auch gemeine Larven. Genau, also hier gibt es nochmal speziell Schmetterlinge, zwei Stück. Da braucht man seltene Larven. Und hier gibt es nochmal, also es gibt jetzt drei Larven. Seltene Larven, ungewöhnliche Larven und gemeine Larven. Die gemeinen Larven sind die, die immer das Pausengeld klauen. Das sind die. Und die will man nicht haben, definitiv. Nein. Also, ja, die kann man auch haben, aber die machen halt nur Schmetterlinge mit 120% Bonus. Und hier sehen wir die seltenen, die machen halt Schmetterlinge mit 230% Bonus. Das sind dann wahrscheinlich die, die bessere Farben haben. So, jetzt brauche ich natürlich noch Gedöns. Hier, wie nennt man es auch? Helft mir, ja, guck mal, der Stoff sieht jetzt auch anders aus. Wie nennt man es? Was ich sagen wollte. Die... Helft mir. Mutagene! Ich muss sagen, wenn mein Gehirn heute langsam funktioniert, liegt das natürlich nur an der Hitze. Wir haben so eine abartige Hitze gehabt, auch letzte Nacht teilweise. Es ist nicht mehr feierlich. Und das ist ein bisschen anstrengend, gerade wenn auch dann ich nachts Videos rendere, dann versuche ich dann auch möglichst lange wach zu bleiben und möglichst lange, wenn man dann lüften kann, oh, ich habe eine neue Mitteilung bekommen, müssen wir gleich mal gucken, dass ich dann halt auch lange lüften kann und so, rendere meine Videos nachts, dann bin ich bis 7 Uhr, 8 Uhr morgens wach, das ist alles irgendwie doof. Sommer als YouTuber, Streamer ist einfach, weiß ich nicht, ich finde der Winter ist deutlich die... wie sagt man, die bessere Zeit dafür eigentlich. Und dann kommt auch noch das Sommerloch dazu. Irgendwas wollte ich jetzt holen. Ah ja, noch Wasser. Ja, kommt auch noch das Sommerloch dazu. Das heißt, es ist eh kaum was los eigentlich in Social Media und Co. Also, Spiele-Release, Flaute kannst du eigentlich sagen. So viele wahnsinnig tolle neue Sachen kommen eigentlich gerade nicht. Wenn man Entwickler anschreibt, bekommt man ewig keine Antwort. Ah, wir haben den Bauernhof mit im freien Alten. Der hatte nochmal ein neues Freischaltlimit bekommen. Irgendwie bei 1,5 Tonnen Insektenmasse erst wird der freigeschaltet. Deswegen haben wir den jetzt erst wieder bekommen. Weil wir hatten den eigentlich schon mal, aber jetzt haben wir ihn wieder bekommen. Genau. Also auch Release. Ich habe auch zwei Entwickler angeschrieben zum Thema hier. Wie sieht's aus mit Kies und so? Keine Antwort. Ne? Die sind wahrscheinlich alle im Sommerurlaub. Keine Ahnung. Also ist alles irgendwie... Sommer ist so die undankbarste Zeit, wenn du so YouTuber und Streamer bist, glaube ich. Und auch dann noch im Gaming-Bereich. Weil wer zockt schon Computerspiele im Sommer, wenn es heiß ist? Das macht doch kein normaler Mensch eigentlich. Außer halt
Ja, ich halt. Ne, Moment, ich brauche das hier, genau. So, und dann Schwefel brauchen wir noch. Zockt ihr auch im Sommer? Schaut ihr überhaupt zu? Das ist die andere Frage. Dann schreibt mir das gerne. Wie ich das finde, dass ein neuer Goat Simulator Teil kommt, wird gerade gefragt. Ja, ich finde das natürlich Bombe. Ich wollte erst sagen, das finde ich Banane, aber dann ist mir eingefallen, das wäre ja negativ. Das finde ich Bombenbanane, um das mal so zu sagen. Aber ist ja eigentlich, Goat Simulator ist ja auch eigentlich Banane. Insofern, ja, passt das ja eigentlich. Was brauchen wir eigentlich noch? Ach ja, Dünger brauchen wir noch, verdammt. Ich muss erstmal wieder hier mit den ganzen Rezepten klarkommen, hier, die wir jetzt schon wieder brauchen. Haben wir hier noch Dünger im Schrank? Hatten wir nicht irgendwie noch so ganz viel Dünger besorgt? Nee, hatten wir nicht, stimmt. Das wollte ich machen, habe ich auch nicht gemacht. Weil ich ein Schlumpf bin. Verdammt nochmal. Okay, warte. Ich brauche Auberginen und Algen. Genau, ja. Die kann ich noch nicht ernten? Kann ich die hier drüben ernten? Auch nicht? Da steht doch... Ah ne, 76%. Ich wollte gerade sagen, da steht doch 100%. Aber das ist nicht das. 89%. Verdammt ich nochmal. Okay, dann müssen wir wohl nochmal schnell eine kleine Runde drehen in der Zeit. Weil jetzt hier der Strom halt weg war, sind die gar nicht gewachsen. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ja, für mein... Lol. Eine gemeine Larve sitzt auf meinen... Also das ist schon ein bisschen... Wenn die so überall rumsitzen, die Viecher, auch so auf so einem Geländer, das ist natürlich auch geil, dann ist es schon auch irgendwie... Es hat so einen leichten Ekelfaktor, so einen ganz leichten. Wenn die so überall sind. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, wenn wir keine Spinnen hätten zum Beispiel auf der Welt und jetzt alle Arachnophobiker einfach mal, alle Arachnoiden einfach mal weghören jetzt. Wenn wir keine Spinnen hätten auf der Welt, dann wäre unser Planet mit einer 10 cm dicken Insektenschicht bedeckt, komplett über die ganze Oberfläche. Das ist schon ganz schön übel, wenn man sich das mal so überlegt, ne? Und ich meine, also hier ist die ganze Zeit von Bienenlarven und Schmetterlingslarven die Rede, aber ich habe noch keine Spinneneier oder so gesehen, ja. Spinnen, hier, guck mal, das wird immer mehr hier. Muss aufpassen schon, dass ich da nicht drauf trete hier. Das ist wie wenn es geregnet hat und die Nacktschnecken alle rauskommen. Da musst du auch aufpassen, wo du hintrittst. Sonst hast du Nacktschneckenbrei unterm Schuh die ganze Zeit. Jetzt kann ich die Auberginen endlich ernten. Der absolute Wahnsinn. Aber jetzt brauche ich noch Algen. Hatte ich hier noch Algen im Schrank eigentlich? Nein, das waren ja Brennstäbe. Mist, da muss ich schon schnell noch mal ernten gehen hier. Man kann auch fertige Larven finden, die bis zu 800% zusätzlich bringen. Oh, also Speziallarven. Geil. Das sind so die Sauvons unter den Larven. Ich verliere hier noch voll die Nerven, wenn das so weitergeht. Die Hitzewelle, das wird heute lustig, meine lieben Freunde. Die Hitzewelle hat das Sprachzentrum deaktiviert. Sprachzentrum ist überhitzt und muss heruntergefahren werden. Waren das jetzt eigentlich drei Dinger? Ja, waren das. Warum habe ich so... Egal. Schnell hier machen und tun. Ich muss schnell machen und tun. Schnell mal machen. Und dann tun. Also, hey, ich bin ein bisschen kopfgeschädigt heute. Auf jeden Fall. Aber ist ja nichts Neues eigentlich. Ist ja Standard. So, hier, das will ich machen. Genau, jetzt habe ich es gemacht. So, jetzt stopfen wir da die gemeine Larve. Moment. Ungewöhnliche Larve, Mutagen und Dünger. Ungewöhnliche Larve, Mutagen und Dünger. Furschen. Nice. So, warte. Ich brauche Essen. Jawohl, die Bohnen sind gewachsen. Da kann man nämlich gleich mal hier mit Honig hochwertiges Essen herstellen. Und dann drücke ich mir das am besten auch direkt rein. Kann man mal machen. Ja, und dann müssen wir mal... Also ihr habt jetzt gesagt, es gibt Speziallarven, ja? Da müssen wir mal gucken. Speziallarven wären natürlich spannend. Aber wo sind die denn? Einfach random oder gibt es die an einer bestimmten Stelle? Leuchten die Larven? Leuchten die eigentlich im Dunkeln? Jetzt sind sie weg hier. Guck mal, jetzt sind sie ausgestorben schon wieder. Kann das sein, dass die sich resetten? So, wenn man sie nicht aufsammelt? Ich bin gerade verwirrt. Nur an bestimmten Stellen. Na dann würde ich ja mal schätzen. Bestimmte Stellen. Was könnte so eine bestimmte Stelle sein? Jetzt sind sie wieder da, guck mal. Eine Larve im Mondlicht.
Nee, ich glaube, warte mal, bestimmte Stellen, das wäre doch bestimmt dann, also im Freien bestimmte Stellen oder in Behältern? In Behältern werden wahrscheinlich keine Larven sein, oder? Das wäre merkwürdig. Warte mal, ich muss mal dieses Osmium hier mal rauspacken. Und das hier mal auch. Warum habe ich eigentlich Osmium dabei? Irgendwas wollte ich machen. Ach ja, stimmt, ich glaube, ich wollte Teleporter aufstellen. Stimmt, da hatte mir jemand geschrieben, ich soll das mal machen, damit ich nicht immer hin und her rennen muss. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Warte mal, wie machen wir? Aber brauchen die nicht wahnsinnig viel Strom? Ne, brauchen sie nicht. Doch, 276S. Ach, egal. Man lebt nur einmal. Superlegierung, Osmium, Zeolite. Haben wir überhaupt Zeolite schon gefunden? Also, weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann ja mal hier einen bauen erstmal. Ich habe ja zwei von diesen Superkristallen da. Da ich noch einen, siehst du? Da kann ich schon hier schon mal einen hinstellen, warte. Also ja, wenn ich halt Osmium noch mitnehme. Und dann brauche ich noch mal Zeolite. Zeolite gibt es hier in der Gegend. Warte, da müssen wir mal schnell gucken. Zeolite gibt es hier unter jedem Stein. In jedem siebten Stein ziehen wir ihn uns rein. Gibt es bestimmt hier. Warte, hier irgendwo, hier hinten. Hier waren doch ganz viele Zeolitsteine immer, die hochgedrückt wurden. Wenn ich mich jetzt nicht sehr täusche, war das so. Kann mich aber auch irren jetzt. Vielleicht haben sie die auch reduziert. Also die haben ja auch einiges angepasst wieder, so balancing-technisch in dem neuen Update. Da muss man halt immer ein bisschen gucken. Hier ist ein Zeolitestein. Nimm es und dann gleich noch einen abgreifen hier. Wenn wir schon mal dabei sind. Du musst die Larve noch starten. Nein, habe ich das wieder vergessen. Ach Mann. Aber hier habe ich schon abgegriffen. Habe ich das schon wieder vergessen? Das kann alles nicht wahr sein, ey. Okay, ich muss erstmal wieder in den Planet Crafter Rhythmus wieder reinkommen, so ein bisschen. Und dann noch die Hitze dazu, ey. Ich bin jetzt schon wieder überhitzt, ey. Das macht einen wahnsinnig, ich sag's euch. Zellulite, hat man das nicht an den Beinen? Ja, was man nicht im Kopf hat, vor allem, hat man in den Beinen auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal hier rein nochmal. Ein Ding kann ich ja schon machen jetzt. Machen wir mal schon mal ein Ding jetzt. Aber ist überhaupt kein Platz hier. Warte mal, das ist ein Riesending hier. Mach's mal hier so hin. Oder nee, warte, mach's hier so dahinter, hinter die Dings. So. Nose! Kann ich jetzt überhaupt die Forschung starten, wenn der Strom weg ist? Ich leite mal die Sequenz einfach mal ein. Okay, so viel Strom. Aber wie viel fehlt uns jetzt? Oh ja, schon einiges auf jeden Fall. Auf jeden Fall noch ein weiterer Nukularreaktor. Warte mal, dann reißt das nochmal ab, das Ding. Warte, wo reicht das jetzt hier? Hier drin. Hä, nee, Moment. Hier drin. Reiß das nochmal ab, bitte. Ich muss nochmal wegmachen. Ich habe das Problem, dass ich sonst nämlich keinen Sprengstoff herstellen kann. Heute ist absolutes Chaos angesagt hier. Ich sag's euch. Ich muss hier Sprengstoff herstellen. Schwarzpulver, genau. Und dann muss ich hier nochmal ein Gedönsi machen. Hier noch so ein Ding, genau. Gib mich mal hier Brennstäbe. Und dann gib mich mal hier. Habe ich jetzt hier was hingelegt? Nee, alles gut. Hier, genau, das brauchen wir noch. Sonst tun's das nicht hier, genau. Energie, Scotty, wir brauchen mehr Energie. Sonst kann ich hier den Spaß, den Teleporter nicht bauen hier. Also nochmal. Wo ist da der Eingang? Da hinten. Schon Eingang muss schon vorne sein hier. Jetzt läuft das, genau. Irgendwie ist es schief, oder? Ich glaube, ich habe schief gebaut, weil nochmal. Er soll auch gerade sein hier. Moment. So ist es gerade. Wer hätte das gedacht? Ja doch, ich weiß, dass ich filtriere. Alles gut. So, da haben wir schon mal den Empfänger. Jetzt müssen wir noch den Sender machen. Dieses mit dem Dehydrieren geht aber auch mega schnell irgendwie, ne? Muss ich jetzt mal einfach mal so sagen. Ich schnapp mir schon mal den Honig. Weil dann kann ich nämlich damit dann schon wieder Essen machen, wenn dann hier meine Bohnen wieder gewachsen sind, nicht wahr? Kann dich was fressen? Nee, aber ich kann jetzt diverseste Dinge fressen. Was brauche ich eigentlich jetzt für die Farm genau? Okay, ich brauche Bienenlarven. Da müssen wir mal gucken, dass wir die mal bekommen. Lol, was? Seltene Larve direkt in der Base?
Die können in der Base entstehen? Ist die hier rausgeschlüpft aus meinem Terrarium? Oh, guck mal. Eine Seitenraupe. 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 Die hat zu viel Seitenbacher gegessen. Wo habe ich eigentlich die Seitenraupe hingepackt, die ich schon hatte vorher? Ich hatte doch schon eine gehabt, die habe ich irgendwo hingepackt. Hier rein? Nee, irgendwo hatte ich doch einen Insektenschrank. Hier. Ah, guck mal, was da alles noch ist, Mensch. Da ist ja auch ganz viel Zeug hier, Moment. Muttergene, Muttergene. Kann ich nochmal Muttergene machen? Aber sowas von kann ich das. Dann machen wir das. Weil dann kann ich nämlich gleich nochmal so einen Prozess anwerfen. Dann fehlt mir nur noch Dünger eigentlich. Dann müssen wir mal gucken, ob die Auberginen da jetzt schon so weit sind. Dünger, Algen nochmal und hier... Nein, nicht das. Schwefel. Das Schwefel geht mir auch aus. Ah, hier ist soweit. Nein, warte. Genau. Meine Base ist ein Fall für den Kammerjäger. Wenn der, das wäre lustig. Wenn dann irgendwann geht dann so die Tür auf und ich wundere mich, warum da eine Wand ist, die sich bewegt einfach. Einfach die ganze Base vollgestopft ist mit irgendwelchem Getier. Herrlich. Ja, das wäre doch lustig, wenn das so kommen würde. Da musste dann irgendwann so ein, ja, so ein Insektenvernichter entwickeln oder irgendwie. Das wäre doch cool, wenn man dann auch Raubtiere aussetzen müsste. Also so, keine Ahnung, wirklich dann vielleicht Spinnen oder so. Die dann die überschüssigen Insekten dann wegfressen. Dass man so ein Gleichgewicht schafft zwischen Räuber und, ja, halt Nicht-Räuber. Fressen und gefressen werden und so. Guck mal, jetzt kann ich das machen, nice. Und dann schieben wir die Larve. Die, warte, welche brauche ich nochmal? Eigentlich brauche ich nochmal die ungewöhnliche Larve. Die seltene brauche ich eigentlich gar nicht. Und die gemeine erst recht nicht. Ich pack mal die gemeinen und die seltenen, die packe ich einfach mal in den Schrank erstmal. Weil die, genau, wir müssen auch das nehmen, was uns was bringt. Auf jeden Fall. Vielleicht immer mal auch die Augen offen halten, ob wir irgendwo noch eine ungewöhnliche Larve noch sehen. Was ist das hier? Ungewöhnliche Larve, nice. Ungewöhnliche Larve. Geil, gib mir das. So viele ungewöhnliche Larven hier. Gemeine Larven wollen wir nicht. Die klauen nur das Pausengeld. Wer kennt ihn nicht, den Heubär? Das wirst du noch bereuen, das kann ich dir sagen. So, warte. Hier, ne, hier nicht, warte. Anders. Wo anders? Hier. Da, da, da. Ungewöhnliche Larve. Muttergene und Dünger. War doch richtig, oder? Ja, 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 war richtig. Und jetzt starten auf jeden Fall nicht vergessen, sonst Ausraster incoming. Also, jetzt brauche ich noch Essen. Das ist noch nicht fertig. Dann müssen wir mal gucken. Ich brauche auf jeden Fall auch noch Dünger. Wir müssen mal irgendwie mal wieder so eine Tour machen, glaube ich. So eine Tour, wo wir mal wieder ein bisschen was uns holen einfach. So ein paar Sachen. Glaube ich. Ich stopfe mal die Larve noch hier in den Schrank. Wasser und Reservesauerstoff haben wir ja eigentlich noch. Aluminium, Alloy meine ich, haben wir auch noch ganz viel. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Da müssen wir mal schauen, dass wir noch einen zweiten Teleporter am anderen Ende der Map vielleicht noch aufstellen. Dass man da so ein bisschen sich hinporten kann noch. Dass ich nicht immer hin und her laufen muss. Aber da braucht man ein bisschen Zeug, müssen wir da raus haben. Wie sieht es eigentlich terraforming-technisch aus? Insekten ist abgeschlossen, Fischstufe 0,6 schon. Nice. Biomasse ist am Steigen. Der ganze andere Rest irgendwie nicht, aber das kann auch einfach daran liegen, dass die Wertveränderung so niedrig ist, dass da einfach gar nichts passiert gerade. Ja, das ist einfach so wenig momentan, dass da einfach gar nichts passiert. Ich bin auch nicht dazu gekommen, wieder irgendwie mehr Biomasse zu machen. Jetzt kann ich das hier mal. Jetzt kann ich nochmal Honigessen machen. Honignahrung und als Reserve, als Eiserne, nehme ich mir noch die zwei Kürbisten hier mit. Würde ich sagen. Und dann haben wir doch genug Essen, Trinken und Sauerstoff dabei. Dann gehen wir jetzt mal los. Pass auf, dass du nicht dann von einer Spinne ausgelutscht wirst. Tod zur Spinne. Was? Nein, Spinnen sind voll nützlich. Wenn sie nicht gerade nachts über mein Gesicht klettern, dann sind die voll nützlich und gut. Dann befürworte ich die. Wenn sie vor meinem Fliegengitter auf der anderen Seite des Fensters aktiv sind, dann sind sie meine besten Kollegen, ja. Wenn sie in der Wohnung sind, dann ist es das, dann wendet sich das Blatt ein bisschen.
Von daher, ja, ist immer eine Frage der Perspektive auf jeden Fall. Insekten. Und was ist mit Christen? Also, ich muss sagen, ich bin mehr für Insekten. Bei Insekten hat man mehr Spaß normalerweise. Da hat man gemeinsam Spaß, Insekten. Vor allem in Weltuntergangssekten, da hat man gemeinsam sehr viel Spaß. Da kann man sich gemeinsam zum Beispiel auf die Straße kleben. Insekten. Insekten ist immer was los. Also irgendwie kommt es mir jetzt wirklich so vor, als wenn das Trinken wirklich ganz wahnsinnig rapide nach unten geht in letzter Zeit. Also jetzt noch mehr als sogar bevor jetzt dieses Insekten-Update final wurde. Irgendwie. Also das kommt mir irgendwie sehr rapide vor. Also beim Trinken fällt es mir wirklich auf. Beim Essen... Also ja, nein, vielleicht, eventuell auch nicht, aber beim Trinken merke ich es irgendwie deutlich. Das sind die Themen heute, unglaublich. So, ich glaube, wir gehen nochmal in diese unterirdische Basis. Da war doch immer so viel Zeug drin noch. Ich glaube, das habe ich alles gar nicht rausgeholt, was da drin ist. Hier ist sogar noch eine Kiste. Hatte ich die da selber hingestellt eigentlich? Nee, eindeutig nicht. Aber das Osmium braucht man zum Beispiel noch. Osmium. Das ist meine Dings hier. Okay, ich esse mal schnell was. Und dann trinke ich mal schnell noch was. So. Und dann geht's mal hier hinab in die Tiefe schnell. Oder auch nicht. Hey, warte mal, wo ist die Tiefe? Ah, hier. Mal schnell mal alles mal angucken nochmal, was hier noch alles so ist. Oh, guck mal. Das hat sich hier anscheinend resettet. Ah, Moment mal, wenn es sich resettet hat. Ach, das müssen wir nicht lesen, das hat man ja schon gelesen. Wenn es sich resettet hat, haben sich dann vielleicht die Inhalte der Behälter vielleicht auch resettet. Was haben wir denn hier? Guck mal, das brauchen wir zum Beispiel. Das wäre auch nicht schlecht. Das kann man auch gut gebrauchen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Und das hier. Okay, das war schon mal gar nicht so schlecht, weil dann haben wir nämlich wieder Zeug für einen weiteren Teleporteur. So, jetzt muss ich nur aufpassen. War hier nicht irgendwie auch eine Geheimwand irgendwie noch? Irgendwo war doch hier noch ein Geheimraum, oder nicht? Achso, nee, das hier war der Geheimraum, glaube ich. Das ist... Warte halt, nee, es mir. Schön kaputt gegangen hier alles. Ich muss hier hoch und dann muss ich hier hoch. Und dann muss ich da hoch. Genau, und dann in den Raum. Nice, ohne Sauerstoffflasche geschafft. Schon erwöhnt, meine lieben Freunde. Nice, nice. Genau, so jetzt müssen wir mal uns orientieren. Also es wurde gesagt, an speziellen Stellen finde ich noch speziell... Ah, warte mal, kann das sein, dass das vielleicht im Pilz... Sind das hier Larven? Nee. Kann das sein, dass es vielleicht im Pilzbiom spezielle Larven gibt? Weil was sollte es sonst für eine Funktion haben, das Pilzbiom, außer gut auszusehen? Wir hatten uns ja schon gefragt, was da unten vielleicht an speziellen Sachen auffindbar sein könnte. Irgendwann. Vielleicht ja das. Vielleicht ja genau das. Warte mal, den Schwefel, der hier war, den nehme ich aber trotzdem noch mit. So, dann gehen wir mal dahin zum Pilz. Vielleicht ja schon einen Raum aufgestellt. Bin mal gespannt. Weil mir ist gerade wie Schuppen aus den Augen gefallen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was für ein spezieller Ort könnte denn gemeint sein. Oh, hier, guck mal. Jetzt haben wir ja schon die Kristalle zusammen, die wir für den Teleportinski brauchen. Nicht schlecht. Da können wir den ja hier eigentlich aufstellen, ne? So an sich. Jetzt erstmal hier runter. Wir können den ja beim Wasserfall da aufstellen, in dem Raum. So, jetzt mal gucken, wo war jetzt mein Raum? Der ist da, genau. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ist hier unten jemand? Oder etwas? Das wäre jetzt natürlich der Kracher, wenn das wirklich hier unten wäre. Man muss sich ja immer so ein bisschen noch in der Nähe aufhalten, bevor die Larven auch auftauchen, glaube ich. Also das ist ja immer so ein bisschen, die werden ja, glaube ich, da gespawnt, wenn man rumläuft, so ein bisschen. Das heißt, wir müssen da jetzt schon ein kleines bisschen Geduld haben. Wenn dann... Die Frage ist, können die auch oben auf den Pilzen sein? Das ist so die andere Frage. Wenn das überhaupt hier ist, wie gesagt, aber... Ich meine, welcher Ort ist denn spezieller als dieser hier? Jetzt habe ich auch gleich keinen Platz mehr in meinem Inventar, aber ich werde ja noch essen und trinken, dafür brauche ich ja wieder Zeug. Spezielle Larven. Vor allem, wie sehen diese speziellen Larven dann auch aus, ne? Das ist ja die andere Frage. Ich habe mir an so wichtige Punkte Teleporter gestellt. Ja, das will ich ja auch machen, aber ich brauche jetzt für meine Teleporter, die ich bauen will, brauche ich noch ein bisschen mehr Material. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal diese Tour gemacht gerade. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Material, um noch einen Teleporter zu bauen.
Was jetzt noch fehlt, ist dieser Aloy-Stab. Ich glaube, ja, warte mal. Es fehlt noch der Aloy-Stab. Genau, ja, es fehlt eigentlich nur noch der Aloy-Stab tatsächlich. Wenn wir jetzt noch Schweine haben und einen finden, wäre das natürlich Bombe. Bin ich mal gespannt. Einfach mal hier so ein bisschen mal rumfliegen. Manchmal liegt ja hier auch noch eine goldene Kiste vielleicht. Oh, guck mal, was ist denn das hier? Hier ist eine Brücke. Hier hat einer was gebaut, guckt mal. Hat hier einer... Da hat einer ein Wasserrad gebaut aus Holz. Das ist aber neu, glaube ich. Vielleicht gibt es hier wieder auch eine Leiche irgendwo. Vielleicht hat hier sich einer wieder verhebelt. Man weiß es nicht. Es geht ja hier auch noch weiter, ne, an sich. Ich muss nur immer ein bisschen aufpassen. Hier, kann ich dieses Wasser eigentlich trinken? Oh ja, kann ich. Okay, das ist schon mal gut. Hä, wer will nicht das pinke Pilzwasser mal getrunken haben, ne? Das ist hier, Slushy ist das. Muss man nur wegen Hirnfrost aufpassen, wenn man zu schnell trinkt. Aber ich hätte ehrlich gesagt bei der Hitze nichts gegen eine kleine Portion Hirnfrost, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich gut gebrauchen auf jeden Fall gerade. Okay, also was Kisten angeht, ist es hier... Ah. Ah, nee, da waren wir schon. Ah, hier ist ja wieder mein Dings. Okay. Mein Raum. Da, nee, also irgendwie, ich habe jetzt noch keine Larven gesehen. Ich habe leider keine Larven gesehen und leider auch jetzt keine Kiste mit einem Stab drinne. Ungünstig. Aber wir können ja mal hochgehen. Oben sind ja noch Kisten. Hm. Die Frage ist, bin ich hier richtig für die Speziallarven? Das ist halt immer die Frage, ne? Wenn es die denn irgendwo geben sollte, hätte ich gedacht, sie wären da. Aber, oh, was ist das da hinten? Boah, dieser Dampf, der hier aufsteigt. Ja, leider keine Dings, keine Aloy-Stäbe, leider nicht. Was, der Krater, die Wurzel, die neuen Biome, sind die nicht alle auf ihre eigene Art spezial? Ja, durchaus. Aber jetzt geht es ja um die speziellen Larven, die man da finden kann. Also die man irgendwo noch finden können soll. Die noch zusätzlich dazukommen irgendwie zu den Larven, die es ohnehin schon gibt irgendwie. Aber wenn ich die nicht verarbeiten kann, diese Larven, warum sollte es die dann eigentlich geben? Das ist so die andere Frage, die ich mir gerade stelle. Also ich meine, ich kann die ja nicht in meinem Gerät, kann ich die ja nicht verarbeiten. Also, ja. Naja, vielleicht klärt sich das noch auf. Boah, so viele geile Kisten, so viel geiles Zeug drin, aber irgendwie nicht das, was ich brauche, wie immer halt, ne? Eine goldene Kiste ist beim Pilzbiom unter Wasser. Ah, okay. Da müssen wir da nochmal gucken. Da war ich da wohl zu flüchtig. War vielleicht sogar... Ah, ich hab's. Ich kann Dings bauen, ich kann Teleporter bauen. Mach mal das gleich mal. Dann habe ich auch nicht so viele Probleme mit hin und her tingelt. Ah, nee, Moment. Das kann ich nicht machen, weil dann fällt, glaube ich, der Strom wieder aus, ne? Ich glaube, dann fällt der Strom wieder aus. Naja, gut, dann müsste ich halt noch irgendwie schauen... Warte mal, wir bauen uns jetzt hier mal noch eine Teleporter-Basis, würde ich sagen. Ich habe ja noch ein bisschen Essen und Trinken. Guck mal, ich kann ja noch was essen. Und ja gut, Flasche brauche ich für einen... Ich mache hier nochmal jetzt einen Atomreaktor. Da habe ich ja jetzt auch Material. Ich brauche noch einen Nuklearstab, der war ja hier in der Kiste. So, Moment. Und Zündstoff habe ich ja auch. Guck mal, ich brauche nur noch zwei Flaschen. Ah, das ist jetzt die Frage, wo kriege ich jetzt zwei Flaschen her? Sturm? Asteroiden? Bin mir nicht sicher. Irgendwas. Warte mal, ich baue mal so ein... Was brauche ich denn für so einen Wassersammler hier? Eisen, Silizium, Magnesium, Aluminium und Kobold. Okay, warte, das muss doch gehen, oder? Was haben wir denn jetzt? Moment, was fehlt mir denn dafür? Silizium, Magnesium und Kobold. Magnesium... Silizium. Nein, verdammt, Inventar voll. Okay, dann müssen wir mal schauen. Dann machen wir erstmal eine Kiste. In die Dings rein. Einmal Eisen, das kriegen wir hin. Dann packen wir erstmal ein bisschen was raus. Jetzt machen wir mal hier richtig Gameplay. Vorher war nur Brötchen eintunken. Jetzt geht's richtig rund. Dann können wir nochmal ein AKW machen hier hinten in der Ecke. Und dann können wir nochmal, können wir den Dings gleich mal machen. Hier, den Teleportinski. Muss ich nur, wie gesagt, noch Aluminium finden.
Vielleicht da drüben dann nochmal gucken. Ah, was? Neuer Bauplan freigeschaltet. Schaukasten, Schmetterling. Yay, neue Sachen, neue Sachen. Es gibt wieder neue Sachen, meine lieben Freunde. Neue Sachen, die Freude machen. Geil. Ich melde mich freiwillig als Flasche, echt? Nice. Sam-Erz gibt's auch, ohne erarbeitet werden zu können. Sam-Erz. Sam-Erz hat auch noch keine Funktion. Wann hat Sam-Erz eigentlich eine Funktion, frage ich mich. Ich frage für einen Freund. Gibt's hier jetzt überhaupt Aluminium? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe jetzt keins gesehen, glaube ich. Da müssen wir vielleicht nochmal in die Kisten reingucken, die hier so sind. Zum Beispiel die da. Vielleicht war da was drin. Nein, Mist. Jetzt fehlt wieder. Jetzt fehlt wieder dieses eine Ding. Was man dringend braucht. Was man aber wieder nicht bekommt. Warte, hier, ja. Ich glaube, in der unterirdischen Basis gab es irgendwie noch Aluminium. Da müssen wir da vielleicht nochmal hin. Schnell nochmal atmen. Hier gegenüber war noch eine Kiste. Ist doch immer so klar, Mann. Das, was du dringend brauchst... Huch, was ist hier los? Oh, hier muss ich, glaube ich, aufpassen. Da glitschen immer die Felsen noch so ein bisschen. Das, was du dringend brauchst, findest du natürlich immer nicht. Ist immer so. Ist doch am Ende immer so. Da drüben ist die Base. Dann gehen wir da nochmal runter. Und holen uns da mal ein bisschen was raus. Oder wir gehen raus und holen uns was runter. Das können wir natürlich auch machen. Nicht unbedingt alles immer in der Reihenfolge, wie ich sage. Warte. Jetzt nicht die Desorientierung verlieren hier. Ah, da. Nice. Schon erledigt, siehst du? Ist schon wieder, kann schon wieder raus. Das ist das, was ich brauche. Schon erwöhnen. Halt, erst nochmal atmen. Können wir die nicht auch einfach hier aufstellen? Nee, geht ja nicht. Ich muss ja das Ding erstmal machen. Nee, das nehmen wir jetzt mal mit rüber zum Wasserfall. Wobei es eigentlich schlauer wäre, tatsächlich den Wassersammler hier aufzustellen. Weil hier in der Gegend gibt es ja kein Wasser. Und dann, wenn wir hier mal einen Notfall haben mit Wasser, dann kriegen wir hier gleich welches. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlauer. Weil beim Wasserfall, da ist ja eine Wasserquelle. Da braucht man es ja eigentlich nicht wirklich. So, jetzt müssen wir ein bisschen Geduld haben, natürlich. Ich kann ja mal in der Zeit noch mal gucken, ob hier noch irgendwo was ist, was wichtig ist. Was ist hier drin? Guck mal, hier ist zum Beispiel noch Alu, das können wir auch mitnehmen. Habe ich jetzt noch genug Material für den Teleport? Ja, habe ich. Nicht, dass es wieder weniger geworden ist jetzt. Kann man eigentlich diese Bohrer abreißen? Nee, kann man nicht, schade. Warum kann ich eigentlich meine eigenen Bohrer, die ich aufstelle, abreißen und die von jemand anders nicht? Warum kann ich die anderen, die was gebaut haben, nicht enteignen? Das ist... Kann doch nicht wahr sein hier. Was ist denn das hier für ein Gemeinschaftsgedanke? Das gibt's doch gar nicht alles. Große Sauerei, wenn ihr mich fragt hier. So, wie schaut's? Noch keine. Mist. Das ist eindeutig ein zu großes Geduldsspiel jetzt. Moment, ich gehe mal hier so rum und guck mal, ob hier noch Kisten sind, die ich noch nicht geplündert habe. Manchmal sind da ja auch Wasserflaschen drin. Boah, ich habe gerade so ein bisschen immer noch so den Instinkt von No Man's Sky. Dass ich mir teilweise so sage, ja, wenn gleich ein Asteroidenschauer kommt, grab dich einfach ein und so. Aber das geht ja hier nicht. Kann mich hier nicht einbuddeln. Ja, oder mal, wenn dein Sauerstoff leer ist, einfach mal ein bisschen Sauerstoff in das Lebenserhaltungssystem stecken und so. Das geht ja auch nicht. Alles, was vor dir hier war, ist wahrscheinlich tot. Ja. Wobei ich auch sagen muss, alles, was vor mir hier war, schien auch nicht besonders intelligent zu sein, weil die haben das auch irgendwie nicht geschafft, die Sachen sich zur Verfügung zu stellen, die sie halt brauchen, um zu überleben. Ich meine... Wobei das aber auch eigentlich ja gar nicht so schwer war, wenn man es genau betrachtet. Jetzt redet der Klug daher und merkt gar nicht, wie sein eigenes Wasser runtergeht. Haha. Ich gehe, glaube ich, nochmal schnell rüber zum Wasserfall und lutsch da mal nochmal kurz. Dann fliege ich wieder hierher. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich zu den Pilzen runter noch.
Das ist aber schon ganz schön krass, wie schnell das Wasser jetzt runtergeht. Schnell mal nochmal hier einen Blick reinwerfen. Natürlich nicht. Warum soll da auch was drin sein, was mir hilft? Warte mal, noch schnell hier, schnell rein. Erst über die anderen Lästern, die gestorben sind hier, bei dem Versuch, die Welt zu terraformen und dann selber krepieren. Das wär's. Zur Not habe ich immer noch die eine Notfallflasche, die ich eigentlich jetzt nicht verbrauchen möchte, weil ich ja eigentlich jetzt die Flaschen brauche für das AKW. Deswegen hoffe ich, dass ich es jetzt noch runter schaffe zum Dings. Es kommt ja auch eh erstmal ein Alarm, bevor ich... Ja, ja, Hydration. Das geht so schnell, ne? Das geht so schnell. Das hältst du nicht für möglich hier. So, da bin ich. Guck mal, schnell mal Pilzwasser trinken. Das gute Pilzwasser schnell mal inhalieren. Ist bestimmt nicht gefährlich oder so. Führt bestimmt nicht zu irgendwelchen Halluzinationen oder irgendwelchen Trugbildern, die ich dann sehe oder so. Oder ein unerklärbares Hochgefühl. Ich habe hier nur unerklärbare Hochgefühle die ganze Zeit, ich sag's euch. Jeder, der hier zuguckt, wird sich die ganze Zeit wundern, was ich für unerklärbare Hochgefühle habe die ganze Zeit. Magic Pilzwasser, genau. Magic Mushrooms. Ist schon alles sehr toll, was hier passiert, meine lieben Freunde. Was es hier alles gibt in dieser Welt. So wie da ist jetzt kein Wasser entstanden, dann raste ich aus. Ja, jetzt will er mir wieder die Nahrung reindrücken hier. Ja, ist ja gut, ich esse ja schon. Oh, das hat gar nicht so viel restored. Ich muss ganz dringend diesen Teleporter aktivieren und zurückreisen. Merke ich gerade. So, jetzt hier schnell gucken. Alter, nur eine Flasche? Willst du mich eigentlich rollen oder so? Was ist da denn los? Warum ist es so wenig, Mann? Komm hier jetzt, spuck noch eine aus. Los, wie lange dauert denn das nur? Es ist auch kein Prozessbalken dran. Ah, da kann ich ja gleich zurückfliegen. Das schaffe ich ja schon gar nicht mehr jetzt. Weil ich meine, bis die Flasche entstanden ist, muss ich ja selber wieder trinken. Oder wieder auf die andere Seite rüber, nochmal trinken, dann wieder hierher kommen. Junge, Junge, ey, bis dahin bin ich verhungert. Die Farben beim Bionen wechseln sich schon mal passend, ja. Ist halt einfach mal wirklich so. Aber im Pilzbiom, warte mal, da müssen wir eh nochmal genauer gucken. Habt ihr ja gesagt, da gibt es eine spezielle goldene Kiste. Da müssen wir da jetzt gleich nochmal schauen. Nee, dann ist das okay, dass wir da nochmal hin müssen. Hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. So, hier jetzt runter. Ich kann mir, glaube ich, schon denken, wo die goldene Kiste ist. Ich glaube, das wird bestimmt da hinten sein, wo das Wasserrad da zusammengebrochen ist. 100 Pro. Das wäre genau die Stelle, wo ich selber, wenn ich eine goldene Kiste wäre, würde ich mich da auch verstecken. Ist aber auch clever im Wasser, ne? Weil da siehst du halt auch nicht so gut rein, ne? Im Wasser soll noch eine Kiste sein, eine goldene. Im Wasser. Ah, da ist wirklich noch eine Kiste. Ah! Schmetterlings-Futura-Larve. Da haben wir sie gefunden. Oh, ganz viel Dünger und Co. Geil. Eine Schmetterlings-Larve. Futura-Schmetterlings-Larve. Futurama. Eine Futurama-Larve. Eine Fry-Larve ist das. Voll geil. Okay, rüber, 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 rüber. Und nochmal gucken jetzt wegen Dings. Wir haben eine Fry-Larve gefunden. Im hintersten Eck schon mal. Ja, ja, müssen wir nochmal gucken gleich. Aber immerhin schon mal die Larve haben wir schon mal gefunden. Also im Wasser, siehst du? Es musste doch da irgendwo noch was Spezielles geben im Pilzbiom. Es wäre doch komisch gewesen, wenn es da nichts Spezielles gegeben hätte. So, wehe, die Flasche ist jetzt nicht fertig. Dann raste ich aber aus. Schauen wir mal, ob die Flasche jetzt soweit ist. Also nicht die Flasche, die hier gerade mit dem Jetpack rumfliegt, sondern die Flasche da in dem Wassersammler. Die muss jetzt fertig sein. Boah, ich bin so am Schwitzen. Ich sag's euch, ey. Hier. Ja, jetzt sind zwei drin, oder was? Das Spiel ist so lollig. Okay, warte hier jetzt. Energy, genau. So, jetzt schnell hier atmen.
Und dann zurückfliegen zum, zum See, also zum, da wo das Wasserfall ist. Und dann den Teleportinski bauen. Und dann hoffe ich mal, dass ich mich dann von da direkt wieder zurückporten kann. Hoffentlich fällt der Strom nicht aus. Weil der Wasserfall müsste eigentlich genau in der Mitte vom südlichen Kartenrand sein, wenn ich mich alles täusche. Wenn ich die Karte jetzt noch richtig im Kopf habe, müsste das der südlichste Kartenrand sein. Oder es könnte auch der westlichste sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Oder südwestlich. Südwestlich vielleicht auch. Und dann müssten wir genau gegenüber von unserem Punkt sein, wo wir uns aufgebaut haben, von unserer Hauptbase. Deswegen ist da das eigentlich ganz gut, wenn wir da den Teleporter hinstellen an sich. Würde ich jetzt mal behaupten, dass das gut ist. Hoffentlich fällt der Strom jetzt nicht aus. Wenn der Strom jetzt ausfällt, habe ich ein Problem, muss ich ganz schnell zurückfliegen. Sonst geht mir nämlich die Nahrung wieder aus. Und das wäre sehr, sehr schlecht. So, dann gucken wir mal. Da ist der Raum. Und dann gehen wir mal in den Raum. Hoffentlich passt das Ding da jetzt rein. That's what she said. Passt das Ding da jetzt rein oder nicht? Es passt rein, es sieht gut aus und es fällt nicht aus. Hervorragend. Musste man da jetzt eigentlich was bezahlen, um zurückzuporten? Wählen Sie Ihr Ziel aus. Ja, es hat funktioniert. Haha. Instant-Reisen, meine lieben Freunde. Instant-Reisen. Der absolute Wahnsinn. Ja, Nahrungsniveau. Siehst du? Und so kann man nämlich dem Tod ein Schnippchen schlagen. Indem man sich einfach auflöst und wieder materialisieren lässt. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt ist. Oder meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.